Ich küsse eure Herzen an alle, die gerade fasten und Ramadan durchziehen. Ich wünsche euch sehr viel Sabr und Gesundheit. Ja, ich würde gerne ein, zwei Sachen sagen, Freunde. Natürlich ist die ganze Thematik auch nicht an mir vorbeigegangen. Es haben sich sehr viele Leute geäußert, sehr viele Leute, die das auch ausgenutzt haben für ihre Klicks und Hypes und hast nicht gesehen, diverse Leute in YouTube und ja, die sich einfach daran erfreut haben. Und ich würde gerne ein, zwei Sachen sagen. Und zwar, Freunde, ich bin weder irgendwo eingebrochen, noch habe ich irgendwas geklaut. Ja, um die ganzen Spekulationen und diese ganze Gerüchteküche mal ein Ende zu setzen, Freunde. Und es gibt gewisse Sachen, die im Hintergrund einfach viel komplizierter sind, als die für euch einzusehen sind. Und ich kann jetzt hier nicht rumsitzen und irgendwelche Sachen sagen, wo ich dann auch irgendwelche Leute mit einbeziehe oder ihre Namen nenne oder was auch immer. Sowas mache ich nicht. Ich werde hier niemanden irgendwie am Pranger stellen oder irgendwie wegzinken oder Namen nennen oder irgendwas. Jeder muss für sich selber wissen. So. Und ihr kennt mich, Freunde, ich bin immer meistens auch sehr gut mit sehr vielen Menschen. So, das heißt mit der einen Partei und mit der anderen Partei und diese beiden Parteien haben Streit und ich bin dann zwischen den Stühlen. Bevor ich der Buhmann bin, ziehe ich mich einfach zurück. So, Freunde. Und ich bin nicht hier, um dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen von irgendwelchen Leuten oder was auch immer. Und wenn natürlich gewisse Leute, ist jetzt egal wer so, sich dann von mir distanziert und so, dann verstehe ich das, respektiere ich auch, ist auch völlig okay, weil keiner ist so irgendwie an mir gebunden, jeder ist ein eigener Mann, jeder ist ein Mensch und jeder ist frei. So, und ich wünsche niemandem was Schlechtes so und wünsche jedem viel Erfolg. Und deswegen hört auf mit Fitna, Freunde, hört auf mit diesen Spekulationen und wilden Stories, Alter. Jeder soll sein Ding machen, so, ich habe gegen niemanden was, kein böses Blut von mir. Und deswegen hört auf zu hetzen, Freunde, und natürlich auch an die Leute, die jetzt denken, irgendwie sich daraus einen Vorteil zu verschaffen, mich auch anrufen oder was auch immer, dann irgendwelche Sachen erzählen. Freunde, ich lasse mich auf so eine Fitna gar nicht ein, das interessiert mich alles nicht, ja. Und ja, ihr kennt meine Prinzipien, Freunde, ich bin jetzt hier keiner, der irgendwie irgendwelchen Namen nennt von irgendwelchen Leuten, Freunde, so, das ist nicht meine Art. So, und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Statement ein bisschen Klarheit verschaffen. Ich küsse eure Herzen, Freunde, bleibt gesund. Ja, ne, wie gesagt, Freunde, ich habe gegen niemanden was und das Thema ist jetzt auch für mich gegessen. Und ja, inshallah nur das Beste für euch. Wir werden natürlich weiterhin unserer Arbeit nachgehen. Schließlich ist Rap und diese ganze Entertainment-Geschichte auch meine Arbeit. Und ja, Ende von Ramadan natürlich kommt auch wieder ein neuer Song. Wir werden weiter streamen, werden neue Vlogs für euch machen und werden weiterhin Gas geben. So, ich küsse eure Herzen, Freunde. Das war's von mir an der Stelle. Ich wünsche euch nur das Beste. Und an die ganzen Leute, die immer irgendwo auf die Leute mit Finger zeigen und was weiß ich nicht was. Vergesst eins nicht, Freunde. Wenn ihr mit dem Finger auf die Leute zeigt, zeigen drei immer auf euch zurück. Assalamu alaikum.